Also ich finde, wir sollten, also vielleicht wäre es besser, wenn wir anfangen, andere zu treffen. Aber wir treffen doch schon andere. Ja, also anders. Wie anders? Ja, anders eben. Wir eher weniger und dafür andere öfter. Kevin, komm auf den Punkt. Wie willst du wen, wo, wann treffen? Ich weiß nicht wen, wo, wann, irgendwann eben. Und wen willst du da treffen? Ja, wen genau weiß ich auch nicht. Du willst also irgendwen, irgendwo, irgendwann treffen? Ja, genau. Und was hat das Ganze jetzt mit uns zu tun? Ja, also mehr alleine. Du willst also irgendwen, irgendwo, irgendwann ganz alleine treffen? Guck mal, das hat ja nichts mit dir zu tun. Das hat ja mehr was mit mir zu tun. Man entwickelt sich ja weiter, das ist ja ganz natürlich. Statistisch gesehen hat ja auch jeder mindestens 4 Beziehungen im Leben. Sag mal, Kevin, machst du gerade mit mir Schluss? Theoretisch. Also praktisch. Guck mal, wir sind doch beide nicht mehr glücklich. Ach so, wir sind also beide nicht mehr glücklich. Seit wann ist das denn so? Im Laufe der Zeit, man verändert sich ja. Das ist ja mehr so ein Wegdriften. Also, guck mal, vorher waren wir beide hier, dann war ich mal hier und du da, aber wir waren nie mehr hier. Ich bin also nicht mehr hier. Wer soll denn sonst da sein? Kevin, glaubst du allen Ernstes, findest du was Besseres als mich? Du kannst froh sein, dass ich überhaupt da bin. Besser, besser ist wieder so ein komisches Wort. Anders. Anders trifft's besser. Manchmal hat man ja auch keine Lust mehr auf Käse, sondern mehr auf Wurst. Ich bin also Käse. Nee, aber du bist keine Wurst. Und wer ist die Wurst? Die Wurst? Ja, wer ist die Schlampe? Ist es die Tussi aus dem Kino? Oh, es gibt keine Schlampe. Es liegt an uns. Ach, jetzt liegt es aber mal an uns. Ich dachte, es liegt an dir. Du weißt, wie ich das meine. Nein, weiß ich nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass du irgendeine Wurst irgendwann irgendwo treffen willst und dass ich als Käse hier unten bin. Kevin, geht's noch? Geht's noch? Ich bin kein Käse und ich bin auch nicht hier unten. Ich bin überhaupt hier oben. Du weinst aber jetzt nicht wirklich. Nein, weine ich nicht. Du hast aber... Ich glaube, du hast mich da irgendwie falsch verstanden. Es gibt also keine Schlampe? Nein. Ich bin kein Käse. Nein. Du machst nicht Schluss. Nein. Oh Mann, Kevin, du musst echt noch viel lernen, wenn das was werden soll. Ja, ich weiß, aber ich will ja auch, dass wir Freunde bleiben. Hier, so wie... Honey und Nanny. Regel Nummer 1, keine Vergleiche. Nichts mit Wurst, nichts mit Honey. Regel Nummer 2, keine Phrasen. Lass uns Freunde bleiben, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Das will niemand hören. Und Regel Nummer 3, raus mit der Sprache. Erklär in Ruhe und Gelassenheit, worum es dir geht. Das ist wichtig. Und jetzt raus mit dir. Du schaffst das. Erklär die Sache in Ruhe und Gelassenheit. Ach, und Kevin, denke mal dran, sei ganz du selbst. Ich mach Schluss.